Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Zwetschgenkuchen auf Hefeteig macht. Dazu benötigt ihr 250 Milliliter Milch, 500 Gramm Mehl, 20 Gramm Hefe, ich habe in diesem Fall Trockenhefe genommen, da reicht ein Päckchen, 80 Gramm Zucker, 50 Gramm Butter oder Margarine, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und natürlich 3 Kilo Zwetschgen. Zuallererst erwärmt ihr die Milch. Dazu könnt ihr die in einen kleinen Kochtopf geben, aber bitte nicht kochen lassen. Das Mehl siebt ihr zeitgleich in eine große Schüssel. Mit einem kleinen Kochlöffel macht ihr eine Mulde in das Mehl. Dann bröselt ihr ganz einfach eure Frischhefe oder wie in meinem Fall die Trockenhefe dort rein. Zu dem Hefe-Mehl-Gemisch gebt ihr jetzt einen Teelöffel Zucker und ein wenig von eurer aufgewärmten Milch. Jetzt nehmt ihr etwas Mehl vom Rand und rührt ein wenig um, sodass es einen kleinen Brei ergibt. Das ist jetzt euer Hefevorteig. Dieser muss 10 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Ich nehme dafür gerne den vorgewärmten Backofen, allerdings bitte nur auf 50 Grad vorheizen. In der Zwischenzeit könnt ihr jetzt eure Zwetschgen entsteigen. Ich habe dafür welche vom Baum genommen und habe diese schon vorher zurechtgemacht. Ihr könnt natürlich auch welche aus dem Glas nehmen. Jetzt könnt ihr eure Butter oder Margarine in der lauwarmen Milch zerlassen. Dafür einfach ein wenig umrühren. Und danach leicht abkühlen lassen. Wenn sich nach den 10 Minuten kleine Risse in eurem Vorteig gebildet haben, könnt ihr den restlichen Zucker hinzugeben, den Vanillezucker und das lauwarme Butter-Milch-Gemisch. Dann rührt ihr alles mit dem Handrührgerät zusammen. Dafür nehmt ihr die Knethaken. Jetzt noch eine Prise Salz dazugeben. Nachdem ihr das Salz untergerührt habt, sollte der Teig in etwa so aussehen. Jetzt nehmt ihr diesen heraus und knetet ihn so lange mit der Hand weiter, bis er nicht mehr klebt. Gegebenenfalls müsst ihr noch etwas Mehl dazu nehmen. Übrigens ziehe ich dazu immer Einweghandschuhe an. Erstens ist es hygienischer und zweitens klebt es dann nicht so an den Händen. Dieser Teig kann so weiterverarbeitet werden. Den Teig nun in eine große Küchenschüssel geben und mit einem Handtuch oder einem sauberen Küchentuch bedecken. Weil er jetzt wieder 60 Minuten in den Backofen muss, in den warmen Backofen, damit er sich verdoppelt. Ihr könnt jetzt auch schon euer Backblech zurechtmachen. Dafür fettet ihr es einfach mit Butter oder Margarine ein oder nehmt wie ich Backpapier. Backpapier hat den Vorteil, dass ihr nachher den Kuchen leichter vom Backblech lösen könnt. So, die 60 Minuten sind um und wie ihr sehen könnt, ist mein Teig sehr schön aufgegangen. Jetzt heizt ihr bitte den Backofen auf 200 bis 225 Grad vor. Den Hefeteig knetet ihr jetzt noch einmal gut durch, um ihn danach auf dem Backblech auszurollen. Falls der Teig etwas klebt, könnt ihr ihn auch mit Mehl bestäuben. Nachdem der Teig ausgerollt ist, könnt ihr die entsteinten und halbierten Zwetschgen auf dem Teig verteilen. So, die Zwetschgen sind auf einem Kuchen. Jetzt einfach noch etwas Zucker drüber streuen, dann nochmal ganz kurz 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Und dann, wie gesagt, bei 220 bis 225 Grad auf der mittleren Schiene backen. Nach 20 bis 30 Minuten ist euer Kuchen dann fertig. Der Zwetschgenkuchen ist fertig. Nach Belieben könnt ihr ihn jetzt noch mit Zimt bestreuen. Guten Appetit!